Hallo und willkommen zurück zu Transportfieber. So, wir sind ja hier im Inselparadies, unsere Mission. Inselparadies der Name und wir müssen El Presidente zufriedenstellen. Er hat vor, hier das Leben der Bewohner seiner Inseln besser zu machen und dazu gehört Nahverkehr, Fernverkehr, alles dazwischen. Und wir müssen uns um alles kümmern. Damit wir überhaupt hier den Verkehr hier überhaupt zustande bringen können, müssen wir Aufgaben erfüllen. Denn es ist nicht viel an Baumaterial vorhanden und das müssen wir teilweise erst selber erzeugen. Also gibt es eine ganze Menge an Aufgaben. So. Das haben wir uns in der letzten Folge schon mal angeschaut. Das klicke ich erstmal weg. So, wir müssen hier den Flughafen betriebsbereit machen. Um die Fluglinie für unseren grandiosen Präsidenten einzurichten, brauchen wir nicht nur ein Flugzeug, sondern auch zwei vorzeigbare Flughäfen. Um den Flughafen bei Costa Adeje wieder betriebsbereit zu machen, brauchen wir die Hilfe der lokalen Bevölkerung. Wenn wir Costa Adeje mit Baumaterial beliefern, werden uns die Bewohner eine Landepiste ins Gras trampeln. So. Da gehen wir mal hin. Da brauchen wir Baumaterial. Hier vorne. Na, so. Hier vorne, da brauchen wir Baumaterial. Oder generell hier in dem Ort brauchen wir Baumaterial. Das Baumaterial, das bekommen wir aber nicht hier vorne in Costa Adeje selbst, sondern müssen wir erst, wo war das? Hier vorne in Las Palmas herstellen lassen. So, dazu brauchen wir aber Steine und Schlacke. Steine bekommen wir von, ist das hier? Sind das Steine? Das sind Steine. Steine bekommen wir von hier. Also die Steine müssen wir dann hier hinbringen, also zum Hafen und von da aus dann per LKW muss das hier hingefahren werden. Schlacke brauchen wir da ebenfalls. Schlacke bekommen wir hinten im Stahlwerk. Da müssen wir Eisen und Kohle hinbringen. Eisen kommt von hier dahin. Kohle haben die hier vor Ort. Das wird schon mal, ja, das können wir schon mal so machen. So, da haben wir ja aber Stahl. Den Stahl, den müssten wir woanders hinbringen, nämlich wohin? Den bräuchten, ah ja, hier vorne, den bräuchten wir hier in dieser Maschinenfabrik und da brauchen die auch Kunststoff und den bekommen sie hier. Dazu brauchen wir Öl und Öl bekommen wir, genau, müssen Rohöl suchen. Suche nach Rohöl finanzieren. Unsere Inselwelt mag wunderschön sein, aber das Wetter ist oft sehr hässlich. Darum sinken leider auch ab und an Frachtschiffe vor der Küste. Das eine oder andere ließe sich aber sicher bergen und reparieren. Für eine derartige Aktion benötigen wir allerdings Schwimmpontons. Erfreulicherweise haben uns unsere Kolonialherren ein hochmodernes Chemiewerk hinterlassen, das uns mit Kunststoff versorgen könnte. Die Betreiber von Maspalomas Chemical Plant werden uns mit Schwimmpontons beliefern, wenn wir für sie Rohöl finden. Das ist allerdings ein teures Unterfangen. Bezahle 250, nein, 2,5 Millionen an Maspalomas Chemical Plant, um die Suche nach Rohöl zu finanzieren. Okay, so, und dann hatten wir Gleisbau ermöglichen. Für den Gleisbau benötigen wir Stahl. Dumm nur, dass wir keinen haben. Stahlwerk könnte uns vielleicht behilflich sein. Natürlich nicht ohne Gegenleistung. Wenn wir ihnen helfen, Stahl zu produzieren, stellen sie für uns künftig Schienen her. Straßenbau ermöglichen. Unsere Straßen sind in einem schrecklichen Zustand. Damit das ständige Holterdiepolter endlich aufhört, müssten sie unbedingt erneuert werden. Für gute Straßen genügen Steine nicht. Wenn wir Las Palmas Construction Materials Plant mit Stein und Schlacke beliefern, helfen sie uns im Gegenzug, asphaltierte Straßen zu bauen. Liefere Stein und Schlacke nach Las Palmas Construction Materials Plant, um verbesserte Straßen zu aktivieren. Vieh abholen. Rinderzucht. Der Farmer Rick besitzt noch ein altes Flugzeug zur Schädlingsbekämpfung. Da er mittlerweile vom Getreideanbau auf Rinderzucht umgestiegen ist, wäre er gewillt, uns die Maschine abzutreten. Im Gegenzug verlangt er aber, dass wir sein Geschäft ein wenig ankurbeln. Liefere mindestens 50 Vieh von Las Puntas Farm nach Santa Cruz Food Processing Plant. Und da haben wir auch schon mit angefangen. Hier haben wir schon mal das LKW-Terminal, hier haben wir das Fahrzeugdepot, genau, und das bringt
die Tiere hier hin zum Food Processing Plant. So, und dann haben wir hier noch Snackbar. Wir haben den Zug aushändig gemacht. Zumindest das, was davon übrig ist. Köchin Rosi hat die Waggons zur Erweiterung ihrer Snackbar zweckentfremdet. Die Lokomotive dient als Ausstellungsstück und soll Kunden anlocken. Was für ein trauriges Schicksal für so eine altehrwürdige Maschine. Wenn wir für genügend Kundschaft sorgen, dann kann sich Rosi einen richtigen Neubau leisten und überlässt uns dafür die Waggons. Die Lokomotive bekommen wir auch wieder, wenn wir versprechen, sie regelmäßig einzusetzen und auf jeder Fahrt mindestens einmal Rosis Werbeslogan aus dem Fenster zu schreien. Bringe 50 Besucher zur Snackbar ist dann die Aufgabe, um eine Eisenbahn hier oder zumindest die Waggons zu bekommen. Gut, das ist hier. Stehen die Waggons und das ist Rosis Bar. Gut, so, und dann gab es noch diese Zusatzaufgabe. Da habe ich nach einer Insel gesucht. Da gab es auch irgendwie dieses Erbschaftsding. Unglaublich. Wir haben den Architekten gefunden. Und wir wissen jetzt auch, in welchem Keller die Pläne für die Bahnhofsgebäude herumliegen. Wir mussten ihm nur versprechen, keine schwimmenden Züge zu bauen. Ja, hervorragend. Ab sofort können wir Passagierbahnhöfe bauen. Das war nämlich die einzige Insel, die ich noch nicht besucht hatte. Ich hatte die, gar nicht gesehen, weil die so klein ist. Okay, damit können wir auch das machen. Damit haben wir diese Nebenmission oder diese Zusatzbonusmission abgeschlossen. Und wir können uns jetzt darum kümmern. Wir können mal unsere Fahrzeuge anschauen, wo unser Fuhrpark denn so ist. Wir sehen ja hier oben, wir haben ein Frachtschiff, 4 LKWs. Gehen wir da mal hin. Straßenfahrzeug 1, Costa Adeje Kohle und Las Puntas Vieh. Die hatte ich schon eingesetzt. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und wir haben auch schon das Schiff. Wir haben ja schon Linien eingerichtet. Stimmt ja. Genau. La Gomera Eisen fährt das Schiff. Das fährt von hier nach da mit Eisen, genau, und zurück. Dann brauchen wir... und die fahren Kohle, die beiden LKWs, holen da die Kohle ab. So, dann haben wir diesen LKW, diese LKW-Linie, die hier Vieh runterfährt. Und das Vieh von da aus kann man dann, Lebensmittel, die kann man dann hier in Santa Cruz gebrauchen. Da haben wir schon mal die erste Straße. Die erste Route hier, die wir schon mal so in Gang setzen. Okay, Gleisbau ermöglichen, Vieh abholen. Ein Vieh wurde schon abgeholt, sehr gut. Da wartet sogar schon Vieh. Kann der mal umdrehen. Sehr schön. So, das läuft also schon mal an. Und hier kommt das Fahrzeug aus dem Depot. Ist doch recht behäbig. Aber davon mache ich doch gleich mal einen Screenshot. Diesem schönen Raddampfer hier. Vor der schönen Kulisse. Ja, hervorragend. Das ist eigentlich die schönere Kulisse im Hintergrund. Da diese Fabrik oder diese, was ist das hier? Eisenmine. Und was macht das Schiff? Das fährt ja falsch rum. Also es fährt nicht dahin, wo es hin soll. Hier, Eisen abholen. Okay, so, das läuft auf jeden Fall dann schon mal und die holen hier hinten Kohle ab. Wir holen das erste Mal Kohle. Die stehen im Stau oder was? Hier sind viele Leute unterwegs. Okay. So, da haben wir die ersten 10 Tonnen Kohle. Sehr schön. Das läuft also an. So. Die holen jetzt Vieh. Der hat schon 3 von 11 Vieh. Die Produktion, die ist auf jeden Fall gestiegen. Vieh. Und Getreide müssen wir auch abholen. Getreide können die hier auch verarbeiten. Dann machen wir das. Dann schicken wir da auf jeden Fall noch mehr Fahrzeuge rein.
Hier Opel Blitz 1, 2, 3 und Linie zuweisen Vieh. Die werden ja dann eben auch mal das Getreide mitnehmen. Das ist ja gar nicht verkehrt. Na, falsche Richtung. Der ebenso. Falschen Richtung unterwegs. Und der darf auch nochmal umdrehen. Gut, dann kriegen wir die hier ihre... Ah, Moment, dann bringen wir da Lebensmittel hin. Oder da werden Lebensmittel produziert. Die müssen wir dann hier natürlich noch abholen lassen. Und die werden dann dahin gebracht. Genau. Und da oben, okay. Da habe ich ja schon so einge... Genau, was haben wir hier? Das sind Geschwindigkeitslimits, okay. So, dann brauchen wir natürlich einen Lebensmitteltransfer. Das werden wir... Ich denke, das werden wir dann machen, wenn wir hier auch wirklich Lebensmittel... Wenn auch hier wirklich Lebensmittel produziert werden. Gut, dann Flughafen betriebsbereit machen. Dann müssen wir uns jetzt um das nächste kümmern. Warte mal, können wir eigentlich Busse kaufen? Ich glaube, wir können ja auch Busse kaufen, oder? War dem nicht so? Ja, wir können Busse kaufen. Dann können wir doch eigentlich auch den Nahverkehr vor Ort regeln. Damit können wir auch ein bisschen Geld verdienen. Okay, das machen wir auch. Aber ich denke, Nahverkehr ist ja immer ein bisschen schwierig. Denke, das machen wir erst, wenn wir die Industrieanlagen hier alle wirklich zum Laufen gebracht haben. Da ist das Schiff. Lädt das noch? 18 von 100 hat es geladen. Okay. Vielleicht kann man hier die... Ja, vielleicht wird die ja jetzt hier gesteigert, die Produktion. Hier haben die Stein. Stein muss ja hier runter... Ne, doch dahin, genau. Ich könnte es ja so einstellen, dass wir hier so ein Dreiecks... Dreiecksverbindung haben. Von da nach da und dann wieder nach da. Also hier von da Eisen dahin, von da Schlacke hier runter. Aber dazu muss erstmal das da hinten alles anlaufen. Und richtig in Gang kommen. Und was können wir als nächstes in Gang setzen? Wir brauchen Öl. Dafür müssen wir 2,5 Millionen investieren. Ja, nee, wir brauchen jetzt tatsächlich erstmal den Stahl. Wie sieht das hier aus mit der Kohle? Oh ja. Die produzieren. Dann holen wir da auch noch ein paar weitere Fahrzeuge rein. Eins. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Achso, wir haben schon... Ah, okay. 8 von 8. Alles klar. Kohle. Gut, dann... Das ist ja doof. Handvoll klapprige. Okay. Da müssen wir jetzt natürlich gucken. Busse haben wir noch keine. Und hier haben wir ein paar für den Kohletransport. Ja gut. Da müssen wir es jetzt echt wirklich so nacheinander hier laufen lassen. Jetzt langsam die Kohle in Betrieb. Viehtransport müssen wir dann eventuell einstellen. La Gomera mit Eisen. Ich glaube, ich kann die Geschwindigkeit mal raufstellen. Busse setzen wir gerade keine ein. Was ist denn die Hauptstadt? Ist das... Las Palmas? Las Puntas vielleicht. Ist die größte Stadt oder Santa Cruz? Man könnte hier eine Linie einbringen, aber da brauchen wir ja gar nicht. Wir müssen ja hier oben hin, genau. So, dann gehen wir doch mal hin auf Haltestellen. Wir müssen da Leute hinbringen. Bushaltestelle. So, da sollen wir einmal halten, hat's geheißen. Dann halten wir hier. Fahren hier hin, hier runter, da runter, da runter, dahin, hier hin, dahin. Ja, das sieht jetzt so eine elend lange Linie.
Ja, was soll man machen? Viel Wahl haben wir da wohl nicht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen dicht. Also, neue Linie. Da fahren wir los. Da fahren wir hin. Darunter, darunter, darunter. Dahin, dahin. Dahin, 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 dahin. Dahin, dahin und zurück das Ganze. Ist auch sehr schön hier im irgendwo in der Südsee, hier Bergstraße, A1-Weg, Heideweg, Schlossstraße, Ulanstraße, aber naja. So, das ist jetzt hier Santa Cruz, war es glaube ich. Santa Cruz Linie 1. Okay, so und dann schicken wir da auch gleich die vier Busse auf die Linie. 1, 2, 3, 4. Die gehen jetzt alle in Santa Cruz Linie 1. Okay. Besucher zur Snackbar bringen. Vieh abholen, haben wir schon. Flughafen betriebsbereit machen. Die brauchen Baumaterial. Jo. Straßenbau ermöglichen. Ja, die brauchen eben das Material, Rohöl, Gleisbau für Stahl, Flughafen betriebsbereit machen. Bauen auch Baumaterial. Und denen fehlt Stein und Schlacke, genau. Stein und Schlacke. Also, hier haben wir Kohle. Ja, ein bisschen Kohle haben die im Lager. 26. Und jetzt kommt hier das Schiff und bringt 18. Eisen ist natürlich nicht viel. Ah, da liegen auch schon 30 Eisen auf Lager. So langsam geht das da voran. Schönes Schiff. Schöne Insel hier vor allem. Naja, das wird dann gleich da anlegen. Okay, und ja, den Flughafen können wir natürlich gerade noch vergessen. Wir können hier nicht wirklich landen. Ah, aber wir könnten das ja auch mal ansteuern als Ziel. Ja, wobei, wir haben ja hier hinten... Genau, das ist ja auch noch gar nicht fertig. Da können wir ja auch nirgendwo hinfliegen. Ne, das bringt's noch nicht. Ja, also wirklich nacheinander muss das hier alles abgefrühstückt werden. So, noch abwarten. Da kommt jetzt der erste... Ne, das ist Oliver Seidel, der fährt... Der fährt privat. Na gut. Unsere Busse sind hier noch auf... die sind noch unterwegs. Okay. So. Was macht der da? Weiß man nicht. Er fährt jetzt wieder zurück. So, die haben hier Lebensmittel eingelagert. Ja. Genau. Dann müssen wir auch mal gucken, dass wir die ja verkaufen. Aber was machen wir erst, wenn wir hier das Vieh abgeholt haben, komplett? Ja, in die Gewerbegebiete müssen wir das bringen. Und ich habe es hier wahrscheinlich jetzt in die... Ich war natürlich wieder mal so schlau, nicht drauf zu achten, wo das hin muss, das Zeug. Na toll. Das muss in die Gewerbegebiete. Gleisbau ist ermöglicht, okay. So, Gewerbegebiet, dann steuern wir mal eines an. Hier vielleicht, in der Mitte irgendwo. Oh, hier könnten wir tatsächlich sogar alle erreichen. Nahezu alle. Zack, was das kostet, will ich gar nicht wissen. Interessiert mich überhaupt nicht. So, dann lassen wir die da mal stehen. Vieh, Eisen, Santa Cruz Lebensmittel. Genau, die können wir hier löschen, die Linien. Die können wir löschen. Neue Linie. Von da nach da. Santa Cruz. Lebenspunkt. Pferd. Punkt.
So, dann schnappen wir uns gleich einen der LKWs. Den hier vielleicht sogar. Und wenn der hier die Lebensmittel hingebracht hat, beziehungsweise das Vieh, dann wird der umgestellt auf Lebensmittelverteilung. Jo, und gleich haben wir auch schon 50 Vieh abgeholt. So, er ist gleich da. Folgen den noch einen Moment. Wächst Santa Cruz etwa gerade? Habe ich das gerade richtig gesehen? Na, kann. So, und der geht gleich in Santa Cruz Lebensmittelverteilung. Na komm. Der hat ja jetzt auch einen deutlich kürzeren Weg. Und Lebensmittelverteilung. Und er darf gleich wenden. Und dann Lebensmittel abholen. Wenn es denn schon welche da gibt. Also hier gibt es auf jeden Fall welche, aber die schon zum Transport zur Verfügung stehen. Steht noch in den Sternen. So. Und er hat auch mal direkt nichts abgeholt. Schade. Also die Linie, wo erstmal versuche, mehr Einheiten abzutransportieren. Ja, was versuche ich denn hier? Also umdrehen. Das ging wohl jetzt erst in Gang hier. Dadurch, dass hier einer angekommen ist. Naja, dann los. Die Linien, die sind auf jeden Fall effektiv, die hier. Ja, insgesamt machen wir auf jeden Fall Geld. Santa Cruz, da will wohl noch kein Passagier da oben hin, aber die ist auch gerade erst angelaufen, hier die Linie. Darf man auch nicht zu viel erwarten. Aber die bringen hier irgendwie noch keine Lebensmittel weg. Lebensmittel, die müssen die Einkaufsmöglichkeiten und ja, das wird ja hier gut abgedeckt. Naja, wir lassen ihn erstmal fahren. So, das wird wahrscheinlich wieder Santa Cruz Food Plant sein. So sieht's aus. Dann gehen wir mal hier vorne. Das Schiff ist leer. Da sind schon 54 Tonnen aufgelaufen. Hier haben wir 23 Tonnen Kohle im Lager. Okay. Und auch schon Schlacke. Gut. Dann werden wir das, weil das Schiff so unglaublich lange unterwegs ist und wir können uns auch nur dieses eine Frachtschiff leisten. Deswegen werden wir es dann gleich so machen, dass wir einen Dreieckshandel einrichten. Eisen von hier nach da, Schlacke von da nach da. Genau, die Schlacke. Ah, Schlacke und Stahl. Vielleicht kann das ja beides transportieren. So ein großes Frachtschiff, kann es das? Weiß ich nicht, kann vielleicht doch nur einmal, ja, nur eine Fracht, also müssen wir es nacheinander machen. Okay, wir können jetzt auf jeden Fall wir können jetzt auf jeden Fall Schienen herstellen. Können wir. So. Dann können wir nämlich auch den Personenverkehr hier herstellen. Per Bahn. Genau. Das Gleis haben wir und dann brauchen die hier noch einen Bahnhof in Santa Cruz. Dann bauen wir da auch einen Bahnhof hin. Personenbahnhof, einen Kopfbahnhof, denke ich mal, das wäre das Sinnvollste. Bauen wir einen Kopfbahnhof hier hin. Da kommt das Gleis an. Bauen wir den so da rein. Und daran. So, dann brauchen wir hier vorne nur noch eine Anbindung an die Straße. Toll, das habe ich ja gut gemacht. Ist nicht wahr. Ich dachte, das wäre verbunden worden. An ein Gebäude entfernen. Naja, schade. Dann kommt da noch eine Haltestelle hin. Allzu groß werden muss die nicht. Ich glaube, wir brauchen auch keine zwei. Eine reicht. Schnappen wir uns nochmal die Linie. Das kann weg. Santa Cruz Linie 1. Und nach dem Tannenweg. So, fügen wir ein. Den Weg.
Und dann kommt die, nach dem Tannenweg kommt dann Hauptstraße, danach der Heideweg, genau, und da kommt wieder der Heideweg und danach kommt dann wieder die Hauptstraße und dann der Tannenweg, genau, okay. So machen wir das da und hier hinten, da machen wir Folgendes, da müssen wir dann auch eine Linie einrichten für den Nahverkehr. Das kriegen wir vielleicht in der nächsten Folge hin. Vorher müssen wir auch noch erstmal Leute überhaupt zur Snackbar bringen. Da will irgendwie momentan noch keiner hin. Tja. Verbinde das Wohngebiet der Stadt und die Snackbar mit einer Buslinie, um Passagiere dorthin zu transportieren. Ja, auf dem Rückweg müssen die ja nicht dahin kommen. Also wir fahren ja hier von da hier runter, da hoch und wieder zurück. Also eigentlich müsste das hinhauen. Naja, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir machen jetzt an dieser Stelle aber erstmal eine Pause. Was ist das hier für einer? Santa Cruz Linie 1. Wo fährt denn der hin? Ach, er dreht gerade um. Ja, also wie gesagt, wir machen an der Stelle jetzt erstmal eine Pause. Da kommen die ersten 11 Lebensmittel. Ah, das will ich mir noch anschauen. Und das gab auch Geld. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!